Ja, schönen guten Morgen, liebe Motorradfreunde. Tag auch. Wir sind Markus und Dietmar von motorradtest.de und wir testen heute für euch die Voge DS 900X. Ein brandneues Motorrad kommt jetzt erst im Mai zu den Händlern. Und wir beide, erinnerst du dich eigentlich, dass wir die schon mal gesehen haben? Auf der EICMA, ja. Genau. Auf der EICMA vorletztes Mal, allerdings stand sie da noch als 850er. Ist gar nicht auf den Markt gekommen, wir haben immer drauf gewartet, kam aber nicht. Aber jetzt hat Voge sich entschieden, denn dann gleich doch die 900er mit dem neuen Motor aus der BMW F900 auf den Markt zu bringen. Die Maschine gibt es in zwei Farben, nämlich in Silberblau, so wie wir sie hier stehen haben. Und dann gibt es auch noch in Schwarz. Hast du gesehen, in Schwarz? Mhm. Das ist geil, ne? Ja, das harmoniert ganz gut mit den goldenen Felgen. Ja, das ist aber ja. Geschmackssache. Ne? Das ist auch schick, aber ich glaube, ich finde sie in Schwarz sogar noch ein bisschen schicker. Ja, und jetzt kommt der Knüller. Diese Maschine kostet tatsächlich nur 9.500 € netto. Mit Kofferset sogar nur 10.8. Also mit so einem Alu-Kofferset, ich weiß gar nicht, ja, das wird jetzt nicht Touratec sein, aber irgendwie, ich habe es jetzt auch nicht gesehen. Ich habe es auch nur auf Bildern gesehen. Aussehen tut's gut. Genau, sieht aus wie ein Alu-Kofferset, wie das halt aussieht. Und Voge sagt zu diesem Modell, wuchtiger Motor, vielseitiges Fahrwerk, fortschrittliche Technologien und hoher Komfort, Doppelpunkt. Das neue Voge Spitzenmodell ist der ideale Partner für unvergessliche Abenteuer. Adventure Bike, wie man unschwer erkennen kann, gibt ziemlich viele Ähnlichkeiten zur BMW F900 GS Adventure. Werden wir dann im Laufe des Videos auch drauf eingehen. Wir hoffen, ihr habt Kaffee und Gebäck bereitgestellt. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video und schon wieder das los. Genau. Ja, bevor es losgeht mit dem Eichentest, noch mal kurz einen Satz zu Voge, zur Marke Voge. Kennt vielleicht noch nicht jeder, gibt es schon seit ein paar Jahren in Deutschland. Voge ist die Premium-Marke von Longines. Und Longines ist ein chinesischer Motorradhersteller. Ich glaube sogar der größte in China oder auch einer der größten der Welt. Auf jeden Fall, Longines macht schon lange Zweiräder. Unter anderem produziert Longines auch die beiden BMW C400-Roller, lustigerweise, und auch die Motoren für die F-Modelle, also die Rhein-Twins. Das machen sie schon ja, seit dem Rotax-Motor, im Grunde genommen seit der 850er. Und insofern ist der Motor, der hier drin steckt, da werden wir später auch nochmal drauf eingehen, im Grunde genommen vom BMW, also das ist der nicht vom BMW, das ist von Longines, aber es ist der gleiche Motor, ähnlich zumindest. Und auch ansonsten gibt es hier sehr, sehr viele Ähnlichkeiten zwischen der Voge DS900X und der BMW F900 GS Adventure. So, das ist jetzt der Punkt. Es gibt ja schon die F900, die ist auch schon erhältlich, die haben wir auch schon getestet. Die Adventure gibt es noch nicht. Und ja, insofern kluger Schachzug, würde ich mal sagen, von Voge, die jetzt schon auf den Markt zu bringen. Da wird es sicherlich viele geben, die jetzt überlegen, na, nehme ich die BMW oder die hier. Und ja, ansonsten ein 900er Modell, was ich auch sehr schlau finde von Voge, weil das ist nun mal die beliebteste Klasse in Deutschland, wenn ihr mal in die Top 10 Statistiken guckt, bis auf die R1300 GS, die ist ja immer noch auf Platz 1, wie immer, wird sie auch immer bleiben, aber alles, was danach kommt, ist Mittelklasse und insofern passt dieses Motorrad hier gut in die Zeit und ja, jetzt geht's los mit dem Test, viel Spaß. So, Voge DS900X. Wir fangen mal an mit den Abmessungen. Die Maschine ist 2,32 Meter lang. Die Sitzhöhe beträgt 850 mm, Radstand 1,58. Gewicht 238 Kilo. Zulässiges Gesamtgewicht wären 443 Kilo. Ja, die ist damit ist sie tatsächlich ein bisschen größer als die BMW. Aber ein bisschen leichter zugleich. Ja. Nicht verkehrt. Nicht mehr lange. Aufgepasst. Jetzt kommt Markus.
Oh Mann, ist jetzt auf einmal zulässiges schwer. Gesamtgewicht überschritten, zulässig. Nee, so, nee. Wie sitze ich? Ich sitze gut. Ich habe hier schöne Haltegriffe. Ja. Bin ein wenig über dem Dietmar, kann über seinen Kopf hinweg gucken. Alles okay. Ich finde die Sitzbank jetzt so auf den ersten Eindruck ein bisschen hart. Ist ein bisschen straff. Also, ist straff, ist ein bisschen straff, ja, also was mich jetzt aber nicht weiter stört. Ich stell's lediglich fest. Ja, wunderbar. Und verlasse dich wieder. Wiedersehen. Ja, Cockpit und Bedienung. Wir haben jede Menge Schalter hier bei der Voge, die S900X. Hier auf der rechten Seite ist der Killswitch und Anlasser. Hier ist der Taster für die Nebelschlussleuchten, Motschalter für die Fahrmodi und da, das kann man jetzt nicht sehen. Nee, das kannst du vergessen, da kommst du nicht rum. Hier ist der Taster für die Kamera, für die Frontkamera. Gehen wir später nochmal ein bisschen näher drauf ein. Auf dieser Seite dann ein Steuerkreuz, das ist der Tempomat, Warnblinkanlage, Blinker und Hupe. Und dann gibt es hier noch den Fernlichtschalter und das könntest du vielleicht doch mal filmen, weil das ganz interessant ist, da sagtest du eben ganz schön versteckt. Hier sind die Tasten für Heizgriffe und Sitzheizung. Das ist nämlich da könnt ihr den Schalt nachlegen. Genau, das ist nämlich hier in Serie bei der Maschine dabei. So, dann gehen wir mal wieder nach vorne. Hier haben wir die Zündung. Die Maschine hat Keyless Go. Und wenn man da drauf tippt, dann hört man sofort die Benzinpumpe und das Cockpit wird zum Leben Effekt. Effekt. Dann haben wir noch hier USB-Anschlüsse. Einmal USB-A, einmal USB-C und auch noch ein 12-Volt-Anschluss. Also Leute, liebe andere Motorradhersteller, könnt ihr das bitte alle so machen. Da ist von jedem was dabei. Ja, und auch da, wo man es braucht. Auch da, wo man es braucht, nicht unterm Sitz oder ja. So, sondern genau richtig eigentlich. So, jetzt sind wir beim Cockpit. Das ist 7 Zoll groß, TFT-Farbdisplay, also auch sehr schön. Auch die Anzeige finde ich sehr gelungen, muss ich sagen. Hier Geschwindigkeit, Drehzahl, Uhrzeit. Oh, die ist noch eine Stunde zu früh. So viel ist es ja doch noch nicht. Hier haben wir die Außentemperatur. Das ist der Fahrmodus. Kann ich ja mal umstellen. Sport. Es gibt 4 Fahrmodi. Sport, Rain, Road und Offroad. Und dann hat sie auch hier, und das finde ich auch cool, eine Reifendruckkontrollanzeige. Und zwar ist die immer zu sehen. Mhm. So, und ja, dann gehen wir mal hier ins Menü. Müsste es mal ein bisschen dichter rangehen, glaube ich. Ach so, ja. Das sind hier diese Menüsteuertasten, wie gesagt. Und hier, das ist auch sehr, sehr gut gemacht. Hier gibt es dann so mehrere Menübäume. Zum Beispiel gibt es die Sprache, Unit, Trip Reset, die Uhrzeit. Ach, guck mal hier, ich kann gleich mal die Uhr stellen. Ne? Ja, Bluetooth. Die Maschine ist gerade mit meinem Smartphone connected. Und wenn ihr zum Beispiel einen Telefonanruf eingehen würde, würde man das auch sehen. Das ist hier nochmal die Dingsda-Bumps. Hier kann ich mein Handy Adressbuch synchronisieren. Einstellungen für die Cruise Control und für den Heckradar. Die Maschine hat sogar ein Radarsystem, also einen Totwinkelassistenten. Den zeigen wir euch später natürlich auch nochmal. So, jetzt wollte ich hier nochmal im My Vehicle gehen. Das finde ich auch ganz schön gemacht. Erinnert auch so ein bisschen an BMW, ne? Wenn man ehrlich ist. Also aber die Farbe stimmt nicht, da muss ich sagen. Nee, das stimmt, genau. Das ist noch das 850er Modell. Genau. Ne? Steht da auch 850? Nee, kann man nicht sehen. Ist egal. Jedenfalls jede Menge zu sehen, Batteriespannung, bla 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 bla. Und ja. Schauen wir uns kurz die Beleuchtung an. Die Maschine hat, wie so viele heute, Voll-LED-Ausstattung. Ganz witziges Gimmick, wenn man blinkt, was ich hier mal tue. Dann seht ihr, gehen hier die Nebelscheinwerfer mit an auf der Seite, nur auf der Seite, wo man blinkt. Finde ich gar nicht schlecht. Ansonsten haben wir eine Warnblinkanlage verbaut. Lichthupe haben wir auch. Dietmar genießt es gerade, sehr schön, ihr müsst sein Gesicht sehen. Oh, ja. Dann gibt es eine sogenannte Homecoming-Funktion, das heißt, wenn man die Maschine ausmacht, geht das Licht nicht gleich sofort aus. Kennt ihr alle vom Auto wahrscheinlich. Kaum zu glauben, aber wahr. Auch hinten ist das Motorrad beleuchtet. Ich mache nochmal die Warnblinkanlage an. Die finde ich übrigens ganz schick hier, wie die sehr dezent und neckisch. Bremsen tun wir auch nochmal. Voll-LED habe ich schon gesagt. Und dann sind wir hinten schon fertig. Ja, Zeit für die erste Probefahrt auf der Voge DS900X in Silberblau. Ich muss ja ehrlich sagen, ich finde die schwarze, glaube ich, noch ein bisschen geiler, aber sieht auch super schick aus, so wie sie hier steht, mit den goldenen Felgen, mit den goldlackierten Gabelholmen vorne. Also ist schon mächtig, ne? Also alleine von der Optik her schon, würde ich mal sagen, das ist gelungen. Edelstahltopf, warm, weil eingefahren. Ja, wie sitze ich auf der Maschine? Also
Die Sitzhöhe liegt ja bei 850 mm. Fühlt sich ein bisschen höher an, finde ich. Aber ich komme trotzdem, hier kann es besser sehen, ganz gut mit den Füßen auf Boden. Ich finde es auch ganz gut, dass Votsch da nicht so übertreibt. Also es gibt ja mittlerweile Adventure-Bikes und Reise-Enduros, die so bis 870 bis 890 hochgehen. Und das ist dann für viele einfach zu viel des Guten. Und hier bei der DS900X ist das wirklich okay. Also da glaube ich, ich bin 1,84, ich habe hier keine Probleme im Stand. Und ich glaube, die meisten von euch würden das genauso sehen. Ja, man sitzt natürlich sehr aufrecht. Das ist alles Adventure-Bike typisch eigentlich. Sicht nach hinten ist gut. Spiegel sind schön breit, gehen auch breit genug raus. Ich kann gut nach hinten gucken. Und das hier ist das verstellbare Windschild. Achso, so geht das, genau. Geht relativ einfach, kann man auch so machen. In zwei Stellungen zum Windschutz sage ich dann gleich nochmal während der Fahrt was. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal eine Runde. Hier war früher immer so eine kleine, ja, so eine Sandstraße mit vielen Kuhlen. Jetzt haben die hier mittlerweile Betonplatten draufgelegt, so ein Scheiß. Ich wollte eigentlich mal so ein bisschen euch zeigen, wie sie so in Schlaglöchern sich verhält. Aber ich bin schon eine ganze Zeit gefahren und ich kann das auch so sagen, ohne dass ihr das seht. Also sie nimmt wirklich viel weg. Das ist sehr angenehm. Und das Fahrgefühl, oh, es ist herrlich, Leute. Das ist so erhaben mit diesem 21 Zöller vorne. Und wie gesagt, ich habe auch, also es fühlt sich höher an hier drauf als 850. Und fühlt sich einfach gut an. Ja, Quickshifter war am Anfang so ein bisschen ruckelig, aber ich habe gemerkt, man muss ihn einfach richtig benutzen. Also man muss tatsächlich ein bisschen höher drehen. Wenn man ihn dann benutzt, dann ruckelt auch nichts mehr. Nach unten ist das sowieso okay. Aber nach oben rum braucht man ein bisschen Drehzahl, damit es smooth geht. Aber dann geht es auch wirklich gut. Das ist so wie bei BMW auch. Ich glaube ehrlich gesagt sogar, dass es der gleiche Quickshifter ist. Aber da nagelt mich bitte nicht drauf fest. Das weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall funktioniert er gut. Was auch gut funktioniert, ist hier die... ist der Tempomat, hier einfach einloggen, jetzt ist er aktiviert, jetzt einmal noch unten drücken und jetzt fahre ich hier 71 und das bleibt auch so, bis ich ihn wieder ausschalte. Dazu kann ich entweder die Kupplung ziehen oder bremsen oder hier einmal weiter nach links den Tempomat-Schalter betätigen und dann ist er auch schon wieder aus. Getriebe ist auch gut, also wenn ich jetzt manuell schalte, wir haben eine Seilzugkupplung, übrigens die Hebel einstellbar, sowohl Kupplungshebel als auch Bremshebel sind einstellbar und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Filmen wir nachher noch mal vielleicht ein bisschen en Detail. Also das wirkt auch alles super hochwertig hier. Guckt euch das an. Also im Grunde genommen, wenn ich jetzt die Augen zu hätte und man würde mir sagen, du sitzt auf einer BMW F900 GS Adventure, also würde ich wahrscheinlich nicht meckern oder nicht irgendwie in Frage stellen. Es fühlt sich einfach super gut an, dieses Motorrad. Sehr, sehr definiert. Vielleicht ist die BMW noch ein bisschen feiner, aber das ist hier schon wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also da merkt man einfach, dass Votsch diese Maschine schon, ja, wahrscheinlich seit 2-3 Jahren entwickelt. Es gab ja mal die 850er DSX, die dann nie auf den Markt kamen. Aber da hat sie wahrscheinlich sehr, sehr viel mitgenommen hier. Mein Gott, das ist ein Sturm heute hier. Genau, apropos Sturm, Windschutz, der ist auch hervorragend. Also ich habe jetzt zwar ein bisschen Lärm im Helm, aber mein Gott, bei dem Orkan ist das jetzt auch kein Wunder. Aber der Windschutz funktioniert wirklich prima. Ich würde die Scheibe auch oben lassen. Und ja, vielleicht nochmal zum Motor. Der hat echt Wumms. Das werdet ihr nachher auch noch sehen beim Thema Beschleunigung und Durchzug. Er ist ganz untenrum so ein klein bisschen rappelig. So, ich gehe jetzt mal auf 2000 und bleibe im dritten Gang. Ja, ich gehe mal in den vierten. Ich mache es jetzt mal besonders link. So, jetzt gebe ich mal Gas. Ja, obwohl es geht eigentlich. Nö, das geht eigentlich. Also nehme ich wieder zurück. Aber trotzdem ist es so, er fühlt sich, ach, guck mal hier, ach, zack, 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 zack. Ja, guck, da bügel ich doch einfach rüber. Interessiert die Maschine doch gar nicht. Also ab 3000 ist der Motor richtig schön smooth. Fühlt sich aber trotzdem, fühlt sich so ein bisschen angeraut an. Ganz geil eigentlich. Also vielleicht liegt das auch in der Soundkulisse. Ich mag den Sound auch total gern. Und ja, das ist eben dieser F900er Motor von BMW bzw. von Longines. Und der ist einfach klasse. Also da gibt's irgendwie nichts zu meckern, überhaupt nicht. Wo es auch überhaupt nichts zu meckern gibt, sind die Bremsen. Ich bremse jetzt hier gleich mal ein bisschen.
Straßen sind auch einigermaßen trocken. So, den lassen wir nochmal vorbei, sonst kriegt er einen Schreck. Zack. Oh, geil. Super. Super gut. Taucht vorne ein bisschen ein, aber der hat ja auch einen langen Federweg. Da muss ich auch ein bisschen eintauchen. Mach nochmal nur hinten. Zack, 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 zack. Ja, ABS funktioniert auch. Zwei Kanal ABS haben wir hier an Bord. Alles sehr, sehr gut. Jetzt will ich mal schauen, ob ich hier durchkomme. In Glückstadt ist gerade alles gesperrt. Aber ich fahre einfach mal durch. Und merkt ihr das, wenn ich hier Gas gebe? Oh, wie die, also wirklich, wie die nach vorne will, das schon echt, hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Als ich das Datenblatt gelesen habe, habe ich gedacht, so, naja, kastrierter Motor, aber davon ist nichts zu spüren, null. Also die geht wirklich auch aus unteren Drehzahlen herrlich nach vorne, richtig geil. So, und dann dieses Fahrverhalten mit diesem 21 Zöller, oh, was ist denn hier, zack. Das ist halt auch so mega majestätisch, kann man dazu fast schon sagen. Also sie liegt sehr, sehr ruhig, sehr souverän. Und ja, ist natürlich jetzt kein Kurvenräuber, ne? Beim 21 Zoll Adventure Bike erwartet das hoffentlich auch niemand von euch. Aber das ist wirklich ein wunderbares Gefühl. So. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu euphorisch. Ich finde das halt alles so geil, wenn ich vor allem bedenke, dass diese Maschine so günstig ist. Und das, da muss man jetzt Wutsch echt mal ein Kompliment aussprechen. Dafür, dass sie halt 50% weniger kostet als vergleichbare Maschinen, ist das schon echt erstaunlich. Ja, Kritik. Ja, Blinker ist nicht, stellt sich nicht automatisch zurück. Okay. Und dann gibt es noch was zu kritisieren. Nö, eigentlich nicht. Also der Blinkerschalter, ey, funktioniert super. Wirkt so ein bisschen wabbelig am Anfang, aber irgendwie gewöhnt man sich da auch dran. Also, ja Leute, ich habe echt, muss ich echt sagen, ich gucke gerade so ein bisschen hier in die Runde. Ich habe nichts zu kritisieren. Tut mir leid. Würde ich gerne. Aber ist einfach ein geiles Bike. So, genug gelobt. Und Markus fährt nachher natürlich auch noch mal eine Runde mit euch. Mal sehen, was der so sagt zu dieser Maschine. Ich finde es cool. Wir kommen zur Technik der Voge DS900X. Die Maschine hat einen Stahlbrückenrahmen und einen sehr, wie ich finde, sehr schönen Edelstahl-Auspuff. Das haben sie auch gut gemacht. Hier mit so einer kleinen, das Carbon ist, weiß ich nicht, aber mit so einer kleinen Abdeckung. Ja, dann schauen wir uns mal die Gabel an vorne. Das ist eine Kayaba. Upside-Down-Gabel, Gold eloxiert, Standrohrdurchmesser 43 mm, die ist voll einstellbar, Zug- und Druckstufe und auch die Federbasis kann man hier einstellen. Federweg vorne satte 205 mm und ja, das Vorderrad ist, wie sich das gehört, für eine Adventure-Maschine mit einem 21 Zoll Vorderrad versehen, 90-90er Reifen. Und das ist auch nicht irgendein Reifen, sondern das ist, was war das nochmal? Ach ja, ein Pirelli Scorpion Trail 2. Mhm. Und zwar schlauchlos. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, hat die Maschine auch Drahtspeichenfelgen, die sind außen angeschlagen und hat schlauchlose Reifen. Da kann man nicht meckern. Nee, und das muss ich sagen, das finde ich gut. Gleich ordentliche Reifen drauf. Ja, nicht so eine schlaue Sache. Ja. Genau. Genauso bei der Bremsanlage, auch da gute Ware vom Brembo. Haben wir hier einen Vierkolben-Festsattel, das auch. Nee, der ist nicht radial verschraubt, der ist axial verschraubt. Ne? Ich glaube, was entdeckt. Und ja, das sind 4-Kolben-Festsattel, 2, 3, 5er Scheiben mit einem 2-Kanal-ABS. Und dann gehen wir mal nach hinten und schauen uns mal das Hinterrad an. Das ist eine 17-Zoll-Felge mit einem 150-70er Reifen. Federweg hinten auch amtlich 220 mm. Und ja, ich weiß nicht, ob man das Zentralfederbein jetzt erkennen kann, das hat hier so eine schwarze Feder. Das kann man auch voll einstellen. Auf der anderen Seite, schauen wir uns gleich mal an, ist ein Handrad. Ah ne, hier ist das Handrad natürlich. Hier kann man es hydraulisch einstellen, ganz einfach, sehr gut gemacht. Und ja, Bremse hinten, auch von Brembo. Das ist eine 265er Einzelscheibe und ein 2-Kolben-Schwimmsattel. Genau. Ja, dann haben wir hier eine Zweiarmschwinge, die ist aus Alu. Der Rahmen ist übrigens aus Stahl. Und ja, was ist noch zu sagen, die Maschine hat in Serie sowohl einen Seitenständer als auch einen Hauptständer. Kommt Markus und sagt,
und sagt, das finde ich in Kombination mit einer Kette ganz praktisch. Ganz genau. Ja, haben wir das auch abgefrühstückt und dann schauen wir uns mal den Motor an. Den kann man hier so kaum erkennen. Aber das ist halt der altbekannte, neu aufgelegte BMW Rheintwin, Zweizylinder Viertakt DOHC, 8 Ventiler, zwei obenliegende Nockenwellen. Und der hat jetzt 895 Kubik bekommen und leistet hier bei der Voge DS900X 95 PS bei 8250 Umdrehungen und 95 Newtonmeter bei 6000. Also ein bisschen weniger Leistung, ein bisschen mehr Drehmoment bei niedrigeren Drehzahlen. So kann man es zusammenfassen. Die Maschine rennt max 210. Und ja, jetzt hat sie einen 17-Liter-Tank. Das ist ein bisschen komisch. Also ich hätte ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet. Aber er sieht auch wesentlich größer aus, wenn ich das mal sagen darf. Ja, sieht vor allem breiter aus. Ne? Ja, das ist so ein bisschen zwischen der F900 GS, die hat ja einen 14-Liter-Tank, und die Adventure hat einen 23-Liter-Tank, das sind hier halt 17. Aber gut, der Motor verbraucht auch nur 4,5 Liter. Insofern ist die Reichweite, liegt hier bei 378 Kilometern rechnerisch. Da kann man eigentlich nicht meckern. Die Maschine hat ein 6-Gang-Getriebe mit Kettenantrieb, eine Anti-Hopping-Kupplung ist auch dabei. Und was ich auch geil finde, ist hier in Serie, ist halt dieser Sturzbügel, dieser Motorschutz, diese Kombi. Das ist eigentlich alles sehr schön gemacht. Leute, 0 auf 100 auf der Voge DS900X. Ich bin im Sportmodus, Reifendruck stimmt auch. Alles ist bereitet für eine schnelle Probefahrt. Ja, Hupe geht auch. Mal sehen, ne? Ich bin echt gespannt. Also ich bin ja schon ein paar Mal gefahren, auch ein bisschen beschleunigt. Sie hat echt Druck. Ich bin mal gespannt auf die Ergebnisse. Also 3, 2, 1, ab geht der Fuchs. Oh! Oh. Das war's auch schon. Alter, geht die ab. Ja, also sie hat ja ein bisschen weniger Leistung als die F900 von BMW. Dafür hat sie aber mehr Drehmoment. Und beides bei niedrigeren Drehzahlen. Insofern, ja, weiß ich jetzt nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das fast so ein bisschen ausgleicht. Auf jeden Fall geht das Ding echt ab. Also... ja, also ich vermisse da gar nichts. 95 PS, 95 Newtonmeter, 95 mal alles Roger. Geil, Nummer. So, 60 auf 100 im fünften. Mal sehen, wie sie das hinkriegt. Ich fahre 60, 3, 2, 1, ab geht der Fuchs. Brubbel, brubbel, brubbel. 100, ja. Ja, wie gesagt, also so Drehzahlen unterhalb von 3000 findet sie so semi. Aber trotzdem meckert sie jetzt nicht. Also das geht auch alles sehr zügig hier. Und insgesamt, der Motor ist einfach echt geil. Das kann man echt nicht anders sagen. Macht Spaß, hört sich gut an, drehwillig, geil. So, Freunde, Probefahrt auf der Voge DS900X. Da steht sie und sieht gut aus. Und wir gucken mal, wie sich das Ganze so anfühlt. Ich setze mich mal drauf. Also Sitzposition finde ich gut, Blick nach hinten, ja, perfekt würde ich sagen. Was ich gleich mal noch zeigen will, hier dieses Windschild ist manuell mit etwas Kraft verstellbar. Sollte man auch während der Fahrt hinkriegen. Besser natürlich immer kurz anhalten. Cockpit sehr aufgeräumt, USB haben wir alle schon gesagt, gefällt mir ganz gut. Dann würde ich sagen, wir legen mal los. Und starten zur Probefahrt. Schotten dicht, damit ihr ein bisschen was hört. Also ich habe es eben schon gesagt, so im Stand sitzen ist gut. Beim Fahren auch. Was wir haben,
Was ich sehr angenehm finde in Sachen Komfort, gerade bei diesen Temperaturen. Wir haben eine Sitzheizung und eine Griffheizung. Beides ist hier vorne anzumachen. Und beides ist jetzt an. Seht ihr hier im Display. Und da muss ich sagen, das ist schon eine angenehme Sache bei kälteren Temperaturen. Vor allen Dingen die Griffheizung finde ich super. Sitzheizung, wenn ich ganz ehrlich bin, merke ich gar nicht so dolle. Da habe ich mir mehr erwartet. Es ist allerdings auch Premiere für mich. Ich glaube, ich habe noch nie eine Sitzheizung benutzt auf einem Motorrad. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Wenn ich mir jetzt vorstelle, man hat noch dicke Klamotten, dann weiß ich gar nicht, ob man da so viel merkt. Aber der ein oder andere von euch hat da sicher mehr Erfahrungen. Schreibt es gerne in die Kommentare. So, was ist zu sagen zu der Maschine? Reden wir mal über den Motor. Wir haben hier 94 PS, bisschen weniger als bei der Konkurrenz von BMW. Meiner Meinung nach reicht es allerdings dicke, das ist immer so die Frage. Haben es besser als brauchen? Ja. Mir persönlich geht es ehrlich gesagt so, dass mir hier jetzt nichts fehlt an Leistung. Von daher würde ich das gar nicht als großen Nachteil in irgendeiner Form empfinden. Aber klar, ich glaube, es sind ungefähr 11 PS weniger als bei der BMW. Und natürlich wird man das merken. Natürlich wird man auch das ein oder andere merken, denn die Maschine, wir haben es auch eingangs schon gesagt, besticht vor allen Dingen durch einen unfassbar günstigen Preis von unter 10.000 Euro. Und klar wird man das an der einen oder anderen Stelle merken, dass man da kleinere Abstriche machen muss im Vergleich zur BMW. Aber trotzdem finde ich es unfassbar, dass man zu dem Preis so viel Motorrad auf die Straße bringen kann. Das finde ich schon ganz beeindruckend. Fernlicht ist auch an, wie sehe ich gerade, braucht man nicht an dieser Stelle. So, ansonsten der Motor, er zieht gut durch. Also das, nicht übertreiben hier, das macht Spaß. Wie gesagt, es fehlt mir nichts. Sound finde ich auch okay. Also da habe ich nichts zu meckern. Und das ist schon ein Motorrad, mit dem ich mir vorstellen kann, den ein oder anderen schönen Urlaub auch zu machen. Auch gerade in der Kombination mit dem Gepäcksystem ist das schon eine feine Sache. Also da habe ich absolut nichts zu mäkeln. Wobei man natürlich sagen muss, dass wir das Gepäcksystem jetzt nur auf Bildern gesehen haben. Da wäre es natürlich schon auch mal interessant, das in der Praxis zu testen. Aber Gott, worüber reden wir? Wir reden über Koffer. Das sollte das Problem nicht sein. So, was ich auch noch mal ausprobieren will, sind die Bremsen. Hinter mir kommt nichts, ich steige mal in die Eisen. Ja, das scheint gut zu funktionieren, ABS greift auch. Das gefällt mir, da habe ich auch nichts zu meckern. Also ihr seht schon, es fällt tatsächlich nicht so leicht, die Maschine zu kritisieren. Denn es ist schon eine ganze Menge geboten für diese 9.500 Euro. Das kann man leider nicht anders sagen. Vogue, da habt ihr schon einen Coup gelandet, der den einen oder anderen mit kleinerem Budget locken wird, denke ich. Was man natürlich hier immer nicht sagen kann, wir fahren hier neue Maschinen, die fühlen sich natürlich in aller Regel ganz gut an. Wie das nach 100.000 Kilometern ist, weiß ich nicht. Ich würde unterstellen, dass auch da dann vielleicht Abstriche zu machen sind, aber das sind böse Unterstellungen, die ich an der Stelle nicht wirklich feststellen kann. Was ich aber feststellen kann, ist, ich habe eingangs gesagt, Sitzheizung merke ich nicht. Jetzt fahre ich schon eine ganze Weile, ich merke es inzwischen. Also auch der Popo wird warm und das ist auch eigentlich ganz cool. Was man ausprobieren will, ist so ein bisschen mit großem Gang mal hier rausknattern. Naja. Naja, sie macht's. Rüttelt sich ein bisschen, schüttelt sich ein bisschen, aber sie macht's. Also ja, 95 PS oder 94 sind dann halt so wenig auch nicht. Und das macht schon Spaß. Auch insgesamt. Die Maschine liegt gut auf der Straße. Man hat Spaß in Kurven. Auch die Geschwindigkeit, die angegeben ist mit gut 200 Sachen, das sollte auch reichen. Also
für mich eine gelungene Sache. So, jetzt kommen tatsächlich auch mal ein paar Kurven. Das ist ja auch mal schön, wenn man sich hier durch die schleswig-holsteinische Tiefebene bewegt. Und es wird ja oft genug gemeckert, wir hätten keine Kurven. Guck, da kommt eine! Yippie-yay-yay, es gibt auch Kurven in Schleswig-Holstein. Man muss sie nur suchen. Gibt einem sicheres Gefühl, die Maschine. Also da kann man durchaus Spaß haben, würde ich sagen. Das soll es von mir gewesen sein. Vogue DS900X. Interessante Geschichte, wie ich meine. Schon sind wir da. Genau, zum Collision-Gespräch. Und die Vogue ist auch da. Zur Vogue DS900X. Wir haben uns das hier mal ein bisschen gemütlich gemacht, ne? Ja, wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, ne? Nee, genau. Wollen wir mal so ein bisschen euch erzählen, was so unsere Fahreindrücke waren. Mhm. Du bist jetzt ja die letzte Zeit relativ viel gefahren. Ich bin ja eher gestern gefahren. Erzähl mal so ein bisschen. Schön, fährt sich gut. Also ich habe da wenig zu meckern. Insgesamt eine runde Sache. Auch habe ich vorhin bei der Probefahrt vergessen zu erwähnen, wollte ich noch darauf eingehen. Auch das Display finde ich gelungen, schön aufgeräumt, übersichtlich, ist gut ablesbar. Ja. Also es gibt insgesamt für mich relativ wenig Kritikpunkte. Einer, der mich am meisten oder der mir am schnellsten irgendwie so aufgefallen ist, ist tatsächlich der Blinkerschalter. Das macht jetzt nicht so den super hochwertigen Eindruck, da will ich aber gar nicht drauf hinaus, weil wie lange das halten wird, kann ich nicht beurteilen, das wird man sehen. Ja. Aber es fühlt sich so schwammig an, finde ich. Ja. Also ich merke gar nicht, ich muss tatsächlich ins Display gucken, ob mein Blinker an ist oder nicht. Das kenne ich anders. Mhm. Ich kriege da keine Rückmeldung. Ich merke nicht, wenn ich den an- oder ausmache, sondern das ist mehr so ein bisschen wabbelig. Ja. Das merkt man, finde ich. Ja, stimmt. Ich fand es auch, ganz am Anfang habe ich auch gedacht, huch, komisch. Ich habe mich da ein bisschen daran gewöhnt, aber hast schon recht. Ich hätte mal ein bisschen besser machen können. Ja, ansonsten. Und, Entschuldige? Ja, bitte. Wo ich gerade auf dieser Seite bin, was ich auch ein bisschen schräg finde, ist, dass die Schalter für Sitzheizung und Griffheizung quasi versteckt. Für den Rückspiegel des Autos vor dir zu sehen sind, aber nicht von dir zu sehen sind. Ja. Ist jetzt nicht schlimm, gewöhnt man sich dran. Genau. Habe ich aber gemerkt, habe ich natürlich bei den Temperaturen sofort angemacht. Ja. 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 Und dabei auch gleich das Fernlicht angemacht, was auch da vorne ist, habe ich gar nicht gemerkt. Ja. Habe ich auch alles dann erst im Display erfahren. So nach 10 Kilometern. Genau, aber das sind alles so Sachen. Ne? Also ihr merkt schon, wir suchen jetzt so ein bisschen. Ich habe es ja bei meiner Probefahrt auch schon gesagt. Also ich finde vor allem den Preis, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Ne? Das ist unglaublich, ne? Unglaublich, eigentlich. Ja. Also das ist echt, wenn man sich vorstellt, 9,5. Also das war auch was ich mich so bei diesen ganzen kleinen Mäkeleien, ne, die man so hat. So hier, der Schalter ist ein bisschen wabbeliger. Und hier, die wirst du finden. Ja, natürlich muss irgendwo, muss das ja. Aber dann habe ich mich doch gefragt, okay, was kostet so ein Schalter? 27 Cent im Einkauf. Damit wirst du es nicht schaffen. Ne? Nee, also es ist schon, das muss man tatsächlich sagen, es ist schon erstaunlich, dass man das so anbieten kann. Aber gut. Ja. Schon echt cool, muss man wirklich sagen. Und ich finde vor allem so die wesentlichen Punkte, ne? So Chassis, also Fahrwerk, Motor, Bremsen, ne? Also das, was bei so einem Motor wirklich wichtig ist. Das ist einfach echt vergleichbar. Ne? Also klar, wir sind jetzt nicht im ordentliche Vergleich. Reifen drauf. Also das sind alles so die Sachen, wo man sagt, schöne Drahtspeichenfelgen, sogar abgewinkelte Ventile sehe ich gerade. Lenkungsdämpfer haben wir, glaube ich, vorhin auch gar nicht gesagt. Ist auch mit dran. Mhm. Handeinstellrad für die Federvorspannung, Quickshifter. Ja gut, der Quickshifter, aber das ist bei BMW aber auch nicht besser, muss man ehrlicherweise sagen. Also den habe ich noch gut in Erinnerung. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, der Original BMW Quickshifter. Da können sie noch ein bisschen besser werden, finde ich. Der ist, gerade wenn sie kalt ist, aber du hast auch nicht so ein Riesenproblem damit, ne? Also, nee, ich finde, er funktioniert. Ich habe da nichts zu meckern. Ich muss aber auch gleichzeitig dazu sagen, dass ich, für mich brauchst du keinen Quickshifter. Nee, okay. Ich benutze den eigentlich nicht. Ja, also, wenn ich so normal Motorrad fahre, schalte ich so, wie ich mein ganzes Leben lang geschaltet habe. Ich denke gar nicht dran, dass ich nicht kuppeln muss. Von daher ist es für mich, ich mache das dann bewusst und schalte ein paar Mal hoch und runter, um zu sehen, funktioniert. Aber eigentlich bin ich da noch nicht. Nee, okay. Aber wenn er schon ist, er nun mal dran ist, dann muss er natürlich auch funktionieren. Ne? Genau. Und das tut er auch. Genau. Wunderbar. So, jetzt kommt hier ein Hubschrauber und ein Segelflugzeug. Ja, ist ja richtig was los hier. Was ist los hier? Hau mal ab da. Machst du lang. Ja, aber ansonsten geile Fahrerei, schöne, souveräne Sitzposition. Ne? Man sitzt irgendwie, sie fühlt sich irgendwie auch höher an, finde ich. Wie war das eigentlich für dich mit den Füßen? Gut, du bist ja 1,80. Nee, 1,77.
kommst gut auf den Boden. Also für mich super, auch nicht zu hoch. Also ich bin ja so jemand, ich habe es nicht so gerne, wenn ich das Gefühl habe, ich komme mit den Füßen nicht unten an. Ja. Verschafft mir immer so ein unwohliges Gefühl. Ja. Also für mich genau richtig. Ja, also so Größe und so, also alles super. Ja, okay, alles klar. Jetzt noch Koffer dran und dann Mongolei. Wir genau, die sehen auch geil aus, aber wir kennen sie halt nur von Bildern. Aber ja, mein Gott, Koffer. Die werden eine Klappe haben, die auf und zu geht. Und wahrscheinlich, genau. Ja. Ja, also wirklich echt ein schönes Motorrad, muss man wirklich jetzt mal wutschen, echt ein Kompliment aussprechen, finde ich. Ne? Also bei Motorrädern, die ist ja nun komplett aus China, muss man ja sagen. Ne? Aber das ist so, der Abstand wird echt, ein bisschen ist da noch, ne? Aber er wird echt immer geringer, ne? Muss man fairerweise sagen. Und für den Preis, boah, da muss man mal lange suchen. Ne? Also auch die Wettbewerber, wenn man sich das mal anguckt, die gehen alle bei 15 los. Ne? Mhm. Da gibt es wirklich keinen, der da irgendwie mal bei 12 oder so, die gibt es einfach nicht. Nee, und das muss man schon sagen. Also das, wenn du mich jetzt fragen würdest, irgendwie, haben wir, glaube ich, damals auf der Messe auch ein bisschen rumgerätselt, was die wohl kosten wird. Mhm. Ich hätte das höher angesetzt. Ja, ja, ja. Also von daher, gelungenes Bike, hat Spaß gemacht heute und ja, kommen wir gleich mal zum Ende. Ne? Ach so, eine Sache vielleicht sollten wir noch. Ja. Oh. Eine Sache jetzt. Halt, noch nicht weg. Ich weglaufen. Ist schon keiner mehr da. Was denn? Nee, wir sollten noch mal über die App reden. Ne? Also es gibt so eine Frontkamera, eigentlich eine geile Sache. Ja. Und es gibt eine App dazu, die habe ich mir auch runtergeladen, habe ich auch installiert. Wir haben es noch nicht geschafft, also wir haben es auch gekoppelt gekriegt, das zeigt alles an, aber wir haben es nicht geschafft, ihr eine Aufnahme zu entlocken und wissen nicht so richtig, warum. Nee. Also das wird schon funktionieren, aber vielleicht muss Wutsch dann nochmal bei der App wie nachlegen oder so. Also ich finde, die App ist ja super übersichtlich, du kannst ja gar nicht viel machen, also das hat alles super funktioniert, also es ist nicht so, dass man da irgendwie denkt, so, was muss ich so, alles super. Aber es macht halt keine Aufnahme. Nee. Wir zeigen hier nochmal den Recorder, den blenden wir nochmal ein. Also da müsst ihr halt eine SD-Karte reinpacken und dann hat man halt hier diesen Schalter und hier vorne diese Kamera. Eigentlich ein geiles Ding. Ne? So. Aber weißt du was? Wir fahren jetzt gleich nach Hause und dann probiere ich das nochmal aus und dann wird das wahrscheinlich funktionieren. Genau. Übrigens genauso, gut, dass du das nochmal sagst, genauso mit der Navigation. Die Maschine hat eigentlich eine Navigation, die man aufs Display legen kann. Aber da ist die App noch nicht fertig. Also da können wir auch nicht zu sagen, konnten wir nicht ausprobieren. Wir wissen auch nicht, wie lange das noch dauert. Das wird schon irgendwann demnächst kommen, schätze ich mal. Aber gut, das sind halt so Kleinigkeiten. Gut, die Maschine ist ja auch brandneu. Also insofern muss man vielleicht noch einen kleinen Moment Geduld haben. Aber davon abgesehen, tippitoppi. Okay. Das Gebüsch hat es mir angetan. Ja, liebe Leute, das war unser Test zur Wutsch DS900X. Sehr ausführlich heute mal wieder, aber hat sich auch gelohnt, finde ich. Interessantes Motorrad, auch ein wichtiges Motorrad für Wutsch selbst natürlich sowieso, aber auch so für den Markt. Ich bin echt gespannt, wie es sich verkaufen wird. Bin ich auch gespannt. Noch sind die Verkaufszahlen von Wutsch ja nicht so doll. Wutsch hat übrigens ganz viele Modelle. Ich zeige hier mal die Webseite. Könnt ihr euch mal angucken, das sind so viele 500er, 650er sind noch dabei, ein paar Scooter. Und aber das ist halt das erste große Adventure-Bike von Wutsch. Und da bin ich mal gespannt, ob wir die in den Top 50 zumindest sehen. Würde mich nicht wundern. Und ja, ab Mai soll sie bei den Händlern sein. Könnt ihr schon mal hinrennen. Und guckt euch die schwarze nochmal an. Oder? Ja, also das ist Geschmackssache. Ich finde auch die schwarze geiler. Die schwarze ist echt geil. Ja. Okay, willst du noch was sagen? Nö. Alles klar, bevor das Auto kommt, verabschieden wir uns aus Glückstadt. Sagen Tschüss. Bis bald.